Herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von The Forest. Wir starten die immer in unserem Bötchen, packen alles ein, was hier so rumliegt, wie immer. Dann gibt es wieder einiges zu tun. Jedes Mal, die Arbeit geht irgendwie gar nicht aus. Schau mal, ob sich die Häschen schon vermehrt haben. Nö, ich bin mir auch nicht sicher, ob dieser Käfig hier so artgerecht ist. Außerdem verstehe ich nicht, dass die Hasen hier nicht rausgehen. Die könnten sich locker hier unten durchquetschen. Ich hatte mal Meerschweinchen und selbst Meerschweinchen können sich überall durchquetschen. Ich weiß das. Na gut, was machen wir heute? Wir bauen hier auf alle Fälle fertig. Ich will das endlich mal fertig machen. Wir bauen die Seitenwände, wir bauen hier oben noch einen Deckel drauf und wir bauen hier eine Treppe hoch, damit wir schön von oben mit dem Bogen nach unten schießen können. Wir öffnen mal hier das Türchen und ich hau hier die Fallen wieder weg, weil ich jedes Mal Angst habe, dass ich hier reinfall und mich die Fallen dann erwischen. Die bauen wir vielleicht irgendwo anders wieder auf. Sind die gut jetzt hier? Nö. Die verschwinden einfach so wieder. Viel aushalten tun die offenbar nicht. Zweimal dran gehustet und weg sind sie. Gut, und jetzt können wir schön befreit, wenn uns keine Eingeborenen im Weg stehen, können wir schön befreit hier wieder Bäume fällen. Ich frage mich gerade, wieso hier nichts mehr nachwächst. Anfangs hat das so gut geklappt, komischerweise. Mittlerweile eher weniger. Was war das denn jetzt? Wieso hat er denn jetzt so komisch? Soll das nur den Baum fällen? Und ich liebe diese neue Axt. Die ist der Hammer. Wie schnell wir hier jeden Baum fällen, das ist unglaublich. Ich versuche auch heute, mich etwas weniger ablenken zu lassen und das Ganze etwas konzentrierter zu bauen, einfach damit wir auch mal ein bisschen besser vorwärts kommen. Ich würde nämlich ganz gern nochmal in die ein oder andere Höhle wechseln heute. Wir haben ja letztes Mal bereits eine Höhle komplett erkundet. Das war das erste Mal überhaupt, dass ich eine Höhle erkundet habe, komplett. Und wir haben ja noch 3, 4 so Höhlensysteme, die offenbar nicht alle miteinander verbunden sind, wie ich anfangs gedacht habe. Und die würde ich mir dann gern mal anschauen. Und würde da auch gern mal die ein oder andere Stunde drin verbringen. Jetzt hier schon wieder. Oh, jetzt wird es hier schon wieder Nacht. Das ist ja seltsam hier. Navi mit dem Holz. Dann schlafen wir die Nacht auch durch. Dann können wir in der Früh nochmal ordentlich Holz hacken. Und langsam aber sicher wird das dann richtig gemütlich hier. Auf alle Fälle, wir brauchen noch 5 Loks und dann. Dann holen wir zuerst die anderen noch runter, die anderen Loks, die oben liegen, bevor es finster wird, weil bauen können wir dann später, wenn es dunkel ist, auch noch. Dann legen wir die vielleicht mal hierher. Und dich auch. Legen wir so her. Ich bin gespannt, ob wir mittlerweile schon alle Gegnertypen gesehen haben hier. Oder ob das Spiel noch irgendwas bereithält für uns. Mittlerweile haben wir ja schon dicke und dünne und große und kleine gesehen. Also alles Mögliche.
Und ich mache mir echt gerade ein bisschen Sorgen, dass wir hier alles abholzen und hier gar nichts mehr nachwächst, komischerweise. Wir haben hier drüben ja gegenüber noch jede Menge Holz. Das ist nicht das Problem. Aber ich wollte hier schon eigentlich, dass der Holz schön in der Nähe bleibt. Vor allem, weil wir so schön hochfahren können hier. Wow, das war knapp. Brauchen wir nur Stöckchen. Ja, offenbar können wir Stöckchen auch noch gebrauchen. So, gibt es hier noch irgendwo welche, die rumliegen? So, dann sind wir hier voll. Wir verziehen uns. Und ich höre schon wieder was rascheln. Ah, über die Steine, über Stock und Stein. Oh, die kann ich erstmal hier lassen. Wir müssen erstmal hier weiterbauen. Gut, was machen wir als nächstes? Sind jetzt hier draußen? Ha, die leuchten hier immer noch. So habe ich mir das vorgestellt. Ja, du nicht mehr. Dich zünden wir trotzdem mal an. Damit du über kurz oder lang dann weg bist, weil ich dich ja nicht... Oh. Doch, ich kann dich doch kaputt hauen. Jetzt plötzlich geht's. Na gut. Was machen wir als nächstes? Wir brauchen ein Dach. Ein Dach hier oben. Ein Dach für die Hütte. Hallo Florian, was möchtest du sein? Mod? Mod gibt es bei mir nicht, weil ich nicht so viele Zuschauer habe, dass das notwendig wäre. Das passt jetzt. Oh, perfekt, das passt ja jetzt wunderschön drauf. Okay, etwas schief vielleicht. Können wir denn hier? Das könnte man auch theoretisch. Geht das denn? Dass wir das selbst irgendwie steuern? So. Hier nach vorne. Dann setzen wir hier mal einen Punkt. Setzen wir hier dann mal einen. So, kann ich denn hier? Nö, hier kann ich hinsetzen. Dann gehen wir nochmal hier rüber. So. Oder auch nicht. Da muss man schon etwas aufpassen hier, dass alles. Und da vorne. Da ist jetzt dann so blöd offen, ne? Das ist echt blöd, weil wir schief gebaut haben. Weil wir da schief gebaut haben. Kann ich hier vielleicht anders anfangen? Wenn ich da anfange und ich dich hier so rüberziehe, machen wir das anders. So. Und dann rüber. Dann sieht das doch richtig fein aus. Jetzt noch zurück. Ja, perfekt würde ich sagen. Mensch. Gut. Was brauchen wir da? Vier Loks, die sollten wir ja so noch zusammenbekommen. Einen brauchen wir noch. Ja, das kann man doch lassen. Jetzt brauchen wir nur noch einen Aufgang, den wir irgendwie vielleicht... ich will hier nicht den kompletten Weg hier verbauen. Müssen wir irgendwie seitwärts das Ganze dann machen. Ich muss mir hier mal merken, wie das System ist, Mensch. Wir haben hier Storage, wir haben hier Buildings. Okay, und das ist nochmal unterteilt in 6 Unterseiten. Okay. Also hier sind die Gebäude. Eine Kastentreppe brauchen wir da. Frage ist, wo fangen wir da an? So ungefähr. Vielleicht, oh, wir könnten, wenn wir hier anfangen, das ist schon fast zu weit hier. Probier es trotzdem mal. Und hier dann so hoch. Was ist denn jetzt, was macht er denn?
Uiuiui. Nur mal zum Testen, so. Da können wir nochmal. Hä? Nein! Nochmal. Vielleicht etwas. Machen wir es mal schief. Geht nicht. Da haben wir jetzt. Oh, das ist ja blöd. Da haben wir jetzt mitten hier so einen Pfosten stehen. Das ist echt blöd. Da haue ich mir ständig die Birne an. Wir müssen das irgendwo an der Seite machen. Das gefällt mir noch nicht. Vielleicht, dass man hier so hoch geht. Probieren wir es mal so. Komplett hier an der Seite. Dann bauen wir hier nochmal. Ah, okay. Alles klar. Dann machen wir das anders. Dann bauen wir das anders. Wir machen eine Plattform und zwar genau hierher. So, aufpassen, dass wir nicht runterfallen. So zum Beispiel. Zack. Dann ist die da. Die Plattform, ne? Die popelige Plattform hier braucht 11 Loks. Die anderen Sachen waren so günstig. Und hier von der Plattform aus machen wir eine Treppe hoch. Das muss doch klappen hier. Sehe ich denn hier, wie hoch das ist? So, und jetzt hier rüber. Können wir den dich noch länger machen hier? So, etwas weiter. Was atmet der? Wir haben Hunger, sehe ich gerade. Eieiei. Ei, der Baumodus. Uiuiuiui. Uiuiui. Wir sind hier viel zu weit drinnen. Sollen wir das vielleicht mal vom Wasser aus bauen? Ich habe mir mal kurz was zwischen die gegeben, sonst klappe ich hier um. Kann ich denn hier nichts nehmen? Hallo? Ja, jetzt kann ich mich auch nicht mehr bewegen. Was ist denn jetzt los? Was denn jetzt? Sterbe ich jetzt gerade oder was? Jetzt geht's wieder. Heieiei. Habe ich schon Panik bekommen, dass wir hier sterben an Hunger. Das wäre natürlich richtig doof gewesen. Wir haben keine 11 Loks, oder? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Loks. Wir können aber, jetzt ist so hell hier, wir können aber vielleicht noch die ein oder anderen holen. Dann machen wir das erst fertig. Wenn das fertig gebaut ist, dann bauen wir die zugehörige Treppe. Das wird jetzt doch etwas größer, als ich gedacht habe. Hallo Pitstep. Schön, dass du wieder da bist. Dann brauchen wir noch 2 Loks, genau. Ich riskiere es mal. Ich tue es mal kurz hier hoch. Da müssten ja sogar noch welche rumliegen. Dann bewegen wir uns mal etwas in die andere Richtung hier rüber. Da haben wir noch einen ziemlichen Weg. Oh Mann, Mann, Mann. Raschel, raschel. Was sage ich da nur? Doch nur noch einer. Na gut, dann kümmern wir uns mal hier um ein paar Loks. Dann wird es jetzt doch nichts mit Schlafen. Offenbar. Wir essen mal kurz so einen Energy-Riegel, damit wir noch fit bleiben. Ja, etwas schneller. Nicht direkt auf dem Wagen.
für die Treppe werden wir wahrscheinlich sowieso nochmal jede Menge brauchen. Denke ich mal. Da wird doch der ein oder andere Baum fallen. Aber das machen wir jetzt fertig. Dann ist das erledigt. Und dann können wir uns wieder schön den unterschiedlichen Höhlen widmen. Und vielleicht wachsen dann hier in der Zwischenzeit auch wirklich die Bäume etwas besser nach. Direkt an unser Effigy herangedünst. Hallo Wolftiger, schön, dass du dabei bist. So, und jetzt kommt die Treppe und die bauen wir jetzt aber mal vom Wasser aus. Ich denke mal, da können wir es vielleicht etwas besser steuern von der Höhe her. So, geht's hier rüber. Oh, wieso geht der hier? Der fängt hier immer falsch an. Da muss ich doch etwas mehr reingehen hier. So. Und jetzt gehen wir hier hoch und jetzt können wir, ja, jetzt kommen wir relativ gut hier raus. Das ist schön, das gefällt mir. Und jetzt sieht es doch ganz ordentlich aus. Aber hallo. Oh, hier ist dann ein kleiner Spalt. Das ist nicht so schön. Ich frage mich, ob der bleibt. Da können wir sogar noch ein bisschen nach links gehen. Ja, jetzt friert mich natürlich wieder. Kann ich jetzt ins Buch nicht schauen? Mist. Na, spring! Oh Gott, was ist denn jetzt wieder? Ich komme hier nicht mehr hoch. So, schauen wir mal ins Büchlein. Hallo Ilona. Schön, dass du auch dabei bist. Jetzt probieren wir es nochmal. Vielleicht gehen wir nicht gleich so weit nach rechts, sondern halten uns mehr. Vorhin war es so. Wir gehen vielleicht, naja, so. Pi mal Daumen, würde ich mal sagen. Ja, da kommen wir halt schon relativ schief hier. Das auf der anderen Seite, wenn wir das jetzt mal so machen, ich probiere es mal. Müsste hier alles zu sein, genau. Dann lassen wir es so. Ja, passt. Sieht wunderbar aus. Ein schönes Stück, hoppla, Baukunst. Acht Loks brauchen wir noch. Dann haben wir hier schön eine... Jetzt fängt es zu schiffen an. Dann haben wir hier schön eine Verteidigungsstruktur. Können von oben schön unsere Molotow-Cocktails runterschmeißen und auch mit Pfeil und Bogen schießen. Und ja gut, vielleicht die Tentakeldame, Victoria oder so war, glaube ich, ihr Name. Die kann ja springen. Und ob die dann nicht irgendwie hier drüber springen kann. Ich weiß ja nicht. Könnte vermutlich sogar sein. Können wir denn diesen Stamm hier weghauen? Nö, der ist unkaputtbar. Den können wir nicht weghauen. So, wir brauchen noch 6 Loks, die Hammer. Dann fahren wir euch mal nach unten. Ich warte nur wieder auf den ersten Schrei, rechts oder links auf meinem Ohr, wenn es wieder soweit ist.
Ja, super. Kann ich dann den hier... Oh, ohne Springen kann ich hier hoch. Und ohne Springen kann ich hier runter. Ich bin der König der Welt, wenn ich das mal so sagen darf. Oder der König von The Forest. Ich bin mir sicher, niemand hat jemals was Schöneres hier gebaut, außer ich. Ganz kurz nur. Zu dem Pavillon. Dann haben wir hier unten... Nee, das funktioniert leider nicht. Aber vielleicht... Was macht denn so ein Zaun? Oh, das ist auch schön, damit wir nicht runterfallen. Ja, das ist mehr so ein handelsüblicher Zaun von dabei war. Der Knochenzaun, der wird etwas aufwendiger sein. Den können wir uns aber momentan nicht leisten. Die Steinwand. Eine Steinwand wäre auch nicht verkehrt. Wenn man die irgendwie so... Kann ich den auf der Treppe... hier so rüberziehe. Oh Gott, Gott. Eieieiei. Konstruktion. Nö, klappt noch nicht so ganz. Nö, da will er nicht. Vielleicht müssen wir weiter reingehen. Was machst du denn? Was machst du denn? Müssen wir da weiter herin? Ah, okay. Nö, das ist ja katastrophal. Also rein jetzt von der Höhe her wird es passen. Aber ich kann hier... Jetzt geht's. Haha. Machen wir das so. Das Problem ist dann natürlich... Das Problem ist natürlich, ich kann dann nicht richtig runterschießen, wenn die da stehen. Gut, da können wir vielleicht auf die Wand dann drauf... Können wir vielleicht dann auf die Wand drauf springen? Auf den Zaun. So, Steine gibt es ja hier wieder wie Sand am Meer. Was ist denn mit unserer Ausdauer? Die ist ja schon wieder vorüber. Und ich würde gerne mehr Steine tragen können. Und wie klappt das nicht? Können wir denn was machen, um unsere Ausdauer zu erhöhen? Energy Mix. Wir essen mal hier die Blümchen. Ja, gut die Hälfte wiederhergestellt. Das sieht dann richtig gut aus. Ich bin begeistert. Was für eine architektonische Meisterleistung. Können wir nur 5 Steine tragen? Oh, 47! Huiuiui! 47 Steine. Vielleicht hätte man doch so eine Stickerwand bauen sollen. Ginge vielleicht schneller. Aber offenbar, die Steine, die kommen relativ schnell wieder. Wer immer die auch hier herlegt. Was? Ich muss mir eine Bank bauen zum Ausruhen, da hast du recht. Aber auf solchen Luxus müssen wir vorerst verzichten, weil wir ja erstmal unsere Festung hier absichern wollen. Gegen die Angreifer. Kassettenplayer habe ich übrigens auch schon gefunden, das ist richtig. Mit ordentlich... das könnte man ja machen hier während dem Spielen. Ich probiere das mal. Das war die Kassette 1, glaube ich, mit dem unglaublich super Sound. Aber hallo, da arbeitet es sich ja gleich viel leichter bei dieser rockigen Musik. Das weiß ich noch, in der ersten Folge habe ich den Kassettenrekorder ausprobiert hier am Strand. Und kaum habe ich die Musik eingeschaltet, sind die Eingeborenen zur Party gekommen und wollten mitfeiern. Ich habe sie dann ganz dezent des Platzes verwiesen.
so, die Bank ist nicht nur hier zum so als Schönheitsaccessoire, sondern die hat auch wirklich einen Nutzen. Und der Rockbag. Aber der Rockbag ist doch nur zum Ablegen von Steinen, oder? Der ist ja nicht, damit ich selber jetzt mehr Steine tragen kann. Mit P kann ich was? Ach, mit P kann ich den dann einschalten, ausschalten? Oh, das habe ich auch nicht gewusst. Wir sind fertig? Nö. Das habe ich nicht gewusst, dass wir den... Oh, jetzt läuft aber trotzdem noch die Musik. Ich würde die jetzt doch gern ausschalten, weil es relativ laut ist. Doch, das kannst du dann... Was kann ich dann? Damit spare ich unzählige Sodas und Riegel. Mit den Steinbag, ne? Da meint ihr doch den hier, der hier irgendwo ist. Da ist die Bank. Und wo ist der Steinbehälter? Alter, wenn ich mich einmal hier zurechtfinden würde, in diesem doofen Buch. Den habe ich doch schon mal gesehen. Hier, nee, das ist der Knochenbehälter, Pfeilbehälter, da muss doch der Steinbehälter auch hier irgendwo sein. Hier ist der Steinbehälter, genau. Der ist ja nur, damit ich Steine ablagern kann. Ich kann dann 10... Ach so, ihr meint nicht jetzt den Rockholder? Ich kann noch was... Okay, was kann ich... Wie kann ich denn hier... Oh, die Knochen... Können wir auch mal anlegen. Was habe ich denn jetzt angelegt? Ah, die Rüstung von Salamander. Was lege ich denn hier ständig an? Ich wollte doch schauen... na gut. Ich lege jetzt alles an, was ich hier im Inventar habe. Ich habe ja hier schon so einen kleinen Behälter für die Beeren und fürs Wasser. Und für die Steine kann ich dann wohl auch einen bauen. Da weiß ich aber leider das Rezept nicht. 2 Hasenfelle, 3 Seile und Stoff. Rehfell ist nur wichtig in kalten Gebieten. Jetzt Kleidung, okay. Das heißt, okay, ich muss mir das mal kurz merken. 2 Hasen, wir haben ja Hasen mittlerweile. 2 Hasenfelle, 3 Seile, die haben wir ja auch, und Stoff. Und Stoff. Das ist gut zu wissen. Ich dachte, es gibt hier nur den Behälter, den man irgendwo abstellen kann im Haus. Und dort kann man dann die Rocks einlagern. Oh, brauchen wir noch 9 Steine? Gut, ich habe 2 Hasen im Korb, aber die kann ich ja jetzt nicht alle beide töten. Sonst muss ich mir wieder neue holen. Aber wenn die Hasen dann irgendwann demnächst mal hoffentlich Kinder bekommen, dann werden wir schauen, ob wir nicht den ein oder anderen Hasenbraten machen. Ach, 3 Hasen. Und wir sind fertig, wir schauen es uns an. Hui. Wir sind noch nicht fertig. Es fehlen noch 2 Stücke. Wir können schon mal drauf springen, das ist gut. Und es sieht hammermäßig gut aus. Gut, wir haben einen kleinen. Oh, wir haben da einen kleinen Versatz drin, den lasse ich aber jetzt mal. Normalerweise müsste man jetzt nochmal alles wegreißen und müsste die Wand nochmal schöner bauen. Aber. Da verzichte ich jetzt drauf, das tue ich euch nicht an. Und ich wundere mich gerade, weil es hier echt erstaunlich ruhig ist. Normalerweise spiele ich keine 5 Minuten und ich bekomme Gesellschaft. Aber aktuell gar nichts hier. Eieiei, ja, der Rockbag wäre in der Tat schon sehr gut.